Willkommen zum kleinen Infrastructure Review. Und ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, was wir eigentlich gemacht haben, damit diese Frostcon stattfinden kann, so wie sie stattgefunden hat. Und ja, dazu habe ich ein paar Slides erstellt, damit ich nicht vergesse, worüber ich reden möchte. Genau, Online-Event. Was ist eigentlich die Problematik? Normalerweise würden wir hier in der Hochschule 8 Räume oder so mit einem Setup ausstatten, würden den Leuten Mikrofone an den Kopf kleben und die können einfach ihren Vortrag halten. Vielleicht noch ein Notebook per HDMI anstecken, mit großen Adaptertaschen, alles kein Problem. Und da fällt eine super Qualität raus und wir haben eine eingespielte Pipeline, mit der man das am Ende alles wieder wunderbar auch veröffentlichen kann und streamen kann. Das hatten wir jetzt natürlich so leider nicht. Die Leute waren zu Hause und jeder ist mit seinem eigenen Setup halt unterwegs gewesen. Das heißt, wir konnten leider auch nicht so wirklich bei den Leuten das vorbereiten, weil sonst hätten wir wahrscheinlich jeden besuchen müssen oder uns für jeden ein paar Stunden Zeit nehmen müssen, um es einzurichten. Deshalb musste irgendwie eine Lösung dafür gefunden werden, die auch abhängig von Internetanbindungen alle möglichen Probleme löst, idealerweise auch die Browser-Kompatibilitätsprobleme mitlöst und naja, auch irgendwie ja, ein Ready-to-Go-Setup halt ist, sodass wir nicht mehr viel irgendwie erklären müssen. Dazu war unsere ursprüngliche Idee, dass wir Speaker-Kits bauen, bei denen wir quasi einen Raspberry Pi mit einer guten Kamera ausgestattet haben und einem HDMI-Anschluss. Und die Idee war, okay, die Speaker kriegen diese Box zu Hause hingestellt, stecken ein Netzwerkkabel rein oder richten WLAN ein, stecken das Notebook dran, setzen sich das beigelegte Headset auf und können ihren Vortrag halten. Und damit hätten wir halt irgendwie das Problem gelöst, dass wir halt diese Vorbereitungsmöglichkeiten hätten. Wir hätten alles wunderbar remote einrichten können, und auch das irgendwie mit den Bandbreiten auf die Internetanbindung ausrichten können, während wir trotzdem lokal auf der Box in einer besseren Qualität hätten aufnehmen können. Davon haben wir 30 Stück gebaut und haben damit auch so ein bisschen Spaß gehabt. Leider, leider, obwohl es sehr viel Zeit gefressen hat, ist es zu spät gestartet. Es gab zu wenig Hilfe und naja, irgendwie 2 Wochen vor der Veranstaltung waren wir immer noch an einem Punkt, wo es nicht stabil lief. Da mussten wir dann leider eine Notbremse ziehen und haben uns entschieden, okay, dann setzen wir Big Blue Button lieber als primäres Medium ein, was wir eh aufsetzen wollten für die Workshops und versuchen das irgendwie ein bisschen besser für die Vorträge hinzukriegen. Die Hardware, die wir dann gebaut haben, wurde dann auch sehr wenig angefragt, weil in der Zeit bis zur Frostcon haben sich die Vortragenden dann teilweise doch ihre eigenen Setups schon zusammengestellt. Und die Sets, die wir rausgeschickt haben, sind effektiv am Ende eine fancy Webcam gewesen. Das hat, soweit ich das mitbekommen habe, auch zumindest recht gut funktioniert. Also ist da nicht alles für die Katz gewesen. Aber was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Also Big Blue Button ist halt irgendwie schon mal der positive Effekt, dass es mit wenig aktiver Hilfe betreibbar. Sobald der Vortrag einmal läuft, muss man sich eigentlich nicht mehr groß drum kümmern. Muss nur einmal gucken, dass die Leute halt in die Räume kommen. Und dazu braucht man eigentlich auch nur, ja, das kann halt jeder aus dem Orga-Team machen. Dazu braucht es keine spezielle Erfahrung im Videobereich. Jetzt ist aber das Problem, dass in BigBlueButton das mit der Qualität so ein bisschen schwierig ist. Die Bitraten sind relativ gering und ja, die Tools, die es irgendwie dafür gibt, die sind verstreut über das Internet und es gibt keinen wirklichen Punkt, wo man alles Mögliche dazu findet. Dazu kommt, dass die Recordings, die hinten rausfallen, man kann hier so lustige Markierungen auf den Slides machen, zum Beispiel irgendwie kann ich hier so ein Smiley draufmalen. Wunderschön.
Und das landet nicht so im Recording, sondern die normalen Slides landen da drin, zusammen mit den ja, Instruktionen, wie quasi gemalt wurde. Das ist so ein bisschen blöd, weil es könnte sein, dass das jemand nutzt und das wollen wir halt irgendwie haben. Und dazu haben wir halt irgendwie Tooling gebaut, um zum Beispiel diese Folien auch zu exportieren. Dann kommt dazu, dass es keinen direkten Streaming-Weg gibt. Da mussten wir uns auch eine Lösung für bauen. Da komme ich auf der nächsten Slide nochmal ein bisschen drauf. Wir hatten so ein bisschen das Problem, dass es sehr schwierig ist, realistische Lasttests mit Big Blue Button zu machen, was auch dazu geführt hat, dass jetzt ab und an doch mal was umgefallen ist. Weil, naja, selbst wenn man das zu Hause auf dem Rechner hat, merkt man ja schon so ein bisschen, wie die CPU doch hart am Arbeiten ist und der Webbrowser auch so ein bisschen RAM schluckt. Und das sind ja schon meistens irgendwie relativ moderne, starke Systeme. Und wenn ich davon jetzt irgendwie 100 Stück zum Testen haben möchte, dann wird das so ein bisschen komplex. Auch irgendwie in der Cloud, da muss man sich irgendwie Freigaben holen für die Anzahl der Kerne und das wird dann manchmal so ein bisschen hinterfragt, warum man denn so ein großes Botnet haben möchte. Und dann hunderte CPU-Kerne und hunderte Gigabyte an RAM, nur um irgendwie zu testen, ob das Big Blue Button so viel Last aushalten würde. Ja, unser Streaming-Setup war am Ende ein Chrome-Browser, der mit Selenium gesteuert wurde. Da haben wir dann einige UI-Elemente, wie zum Beispiel den Chat, die Userliste ausgeblendet, die Buttons ausgeblendet, soweit es möglich war. Und das Ganze wurde dann mit GStreamer aufgenommen und mit FFmpeg und viel Frickel ins Internet gestreamt. Leider droppte ab und an das Audio raus. Das ist ein Bug von Big Blue Button scheinbar. Da ist plötzlich das Audio weg, ohne dass es einen ersichtlichen Effekt im UI hat. Und der einzige Weg, das zu recovern, ist, die Audiositzung einmal kurz zu verlassen und wieder reinzukommen. Deshalb war ab der Mitte von Tag 1 auch plötzlich in den Streams überall unten das Hörersymbol sichtbar, damit im Zweifel sich jemand drauf connecten konnte und da einmal draufdrücken kann und das Audio wieder losläuft, ohne dass alles einmal durchgestartet werden muss. Big Blue Button hat so ein bisschen, also das Audio und Big Blue Button hat so ein bisschen Probleme. Das versucht irgendwie clever zu sein, wer gerade wie sprechen darf. Und das funktioniert super, wenn eine Person durchgehend spricht. Und das funktioniert auch super, wenn viele Personen immer im Wechsel sprechen. Das hat aber totale Probleme, wenn eine Person den größten Teil der Zeit spricht und dann mal kurz jemand anderes dazukommt, was zum Beispiel passiert, wenn zwei Leute parallelen Vortrag gehalten haben. Das unterdrückt dann das Audio von dem anderen Sprecher für mehrere Sekunden. Und deshalb haben wir uns einen Custom Multitrack Recorder gebaut, um später solche groben Audio-Glitches raus, zu retten, wenn wir halt die Vorträge exportieren und schneiden. Dieser Export und Schnitt wird für die meisten Vorträge in den nächsten Wochen passieren. Für die Vorträge, die in Hörsaal 1 und 3 waren, wird es ein bisschen schneller gehen, weil wir die teilweise entweder als fertiges Video zugespielt bekommen haben oder die tatsächlich an uns gestreamt wurden in einer Variante, in der wir sie halt sehr einfach veröffentlichen können. Einige Talks finden sich auch schon im Real Life. Der Link ist hier auf der Slide. Den kopiert bestimmt auch jemand netterweise in den Chat, damit der anklickbar ist. Aber das ist halt ein Streamdump, also der hat halt diese Audioausfälle leider mit drin. Und ja, da muss man dann halt irgendwie mit leben oder warten, bis die richtigen Aufzeichnungen veröffentlicht werden. Dann hatte ich ab der Mitte von Tag 1 auch einen Loudness-Monitor offen, mit dem ich relativ gut sehen konnte, wenn irgendwo das Audio komisch aussah, beziehungsweise komplett weggedroppt ist. Ich konnte nicht wirklich viel an der Lautstärke ändern. Das ist halt leider einfach das, was aus Big Blue Button rausgefallen ist. Aber es war zumindest ersichtlich, wenn der Ton ganz weg war und damit sind die Ausfälle auch größtenteils ein bisschen kürzer geworden, als sie davor waren. Ja, dann der größte Punkt, der jetzt sichtbar war, war jetzt diese Konferenzseite. Ursprünglich wollten wir halt da eine fertige Software einsetzen, und zwar Venueless.
Leider war die Software zu dem Zeitpunkt vor 2 Wochen, wo wir halt irgendwie endlich mal finale Entscheidungen treffen wollten, noch nicht an dem Punkt, wo wir wirklich damit glücklich waren. Deshalb mussten wir uns eine Notlösung zusammenhacken. Und die ist halt wirklich gehackt. Deshalb ist der Source Code nicht vor der Veranstaltung veröffentlicht worden, sondern wird das erst nachher, weil wir nicht sicher wussten, dass da keiner Unfug treiben könnte. Ja. Was diese Software erlaubt, ist halt die Verwaltung von BigBlueButton-Räumen und den dazugehörigen Moderationsrechten. Dazu die Einbindung von Streams und der Fernaktivierung dieser Streams, sodass man auch in dem Raum schon so ein bisschen idlen konnte, den Vortragenden helfen konnte, alles einzurichten und erst dann, wenn es halt wirklich ready war, quasi gesagt hat, okay, jetzt geht's los. Dann ist der Stream-User gejoint und man wusste direkt, okay, jetzt ist auch der Stream live und dann konnte man loslegen. Zusätzlich haben wir dann auch noch einen Chat implementiert. Der war auch irgendwie im Endeffekt ganz nützlich, so wie ich das mitbekommen habe. Da haben wir einiges an Kommunikation mitbekommen, falls es irgendwo Probleme gab. Dann konnte ich da irgendwie relativ schnell reingucken oder jemand anderes konnte schnell reingucken. Und damit lief eigentlich am Ende alles ganz flüssig. Für unsere Partner haben wir dann auch kleine Übersichtsseiten gestaltet, wo ihr Logo angezeigt wurde und sie halt irgendwie so ein bisschen ihre Beschreibungen reinpacken konnten, sodass man auch weiß, wer ist das überhaupt. Dazu haben wir den Partnern halt angeboten, dass sie halt auch ihre eigenen BigBlueButton-Räume bekommen und da sind auch irgendwie so ein paar Leute vorbeigekommen, vor allem während der Quizze, soweit ich das mitbekommen habe. Und wir hoffen, dass alle unsere Partner glücklich waren mit dem Event. Ja, weiterhin konnte unser tolles Konferenzsystem auch unser Programm importieren, sodass auch auf der Seite ersichtlich war, welcher Vortrag eigentlich wo stattfindet. Es wäre sonst ein bisschen blöd gewesen, dann hätte man über mehrere Webseiten hinweg alles Mögliche durchsuchen müssen. Und so war jetzt irgendwie alles schön kompakt an einem Ort und man konnte sich relativ einfach durchklicken. Es waren noch ein paar mehr Features drin, vor allem waren auch irgendwie einiges an Moderations- und Admin-Features drin, die man so gar nicht richtig gesehen hat. Der Chat hatte zum Beispiel Funktionen, um da so ein bisschen aufzuräumen. Und wir konnten Moderationsrechte natürlich für die Räume verteilen. Es hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass man beim Betreten eines BigBlueButton-Raums gefragt wird, dass man einen Namen angibt. Optional konnte man sich halt auch registrieren, sodass der Name permanenter wird. Und mit diesem permanenten Namen konnten wir dann halt auch entsprechend Rechte zum Beispiel für die Workshop-Räume vergeben, sodass die Betreiber der Workshops sich selbst um die Moderation kümmern konnten. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Die letzten Bugfixes haben wir dann auch mitten in der Veranstaltung gemacht. So ist uns irgendwie aufgefallen, dass direkt nach dem Start des ersten Workshops dieser von der Webseite verschwunden ist. Darauf haben wir dann festgestellt, dass da eine Negation im Code war. Das haben wir dann gefixt. Und seitdem läuft eigentlich auch alles ganz gut und wir haben nur noch so ein paar kleine Patches gemacht. Zum Beispiel wollten die Leute von Eventphone ihren POC-Tisch auf unserer Seite haben, den sie in ihrem verspielten Server selber gehostet haben. Und da haben wir dann uns erlaubt, die 10 Minuten Zeit noch zu investieren, auch die Teilnehmerzahl aus diesem Raum auf unserer Landingpage anzuzeigen. Ja, wie gesagt, der Source Code wird demnächst veröffentlicht, vermutlich unter einer MIT-Lizenz, weil ich da recht gute Erfahrungen mitgemacht habe. Es braucht nur noch einen guten Projektnamen, weil der aktuelle Projektname im Git ist eigentlich nur halt temporär. Der erste Name, den ich einfach random eingetippt habe, habe ich mir gedacht, benutzt niemand, habe es gegoogelt und es war ein Podcast über Gott und dass er uns liebt. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich dem Ganzen einfach erstmal temporären Namen geben werde. Ja, Hörsaal 1 und Hörsaal 3 waren so ein bisschen Special Cases, wie schon angemerkt. Die Räume haben wir in OBS gemixt. Da kam halt irgendwie als einen Input die ganz normalen Streams wie in den anderen Räumen auch vom BigBlueButton direkt. Aber es wurden halt auch voraufgenommene Talks eingespielt und es gab halt auch komplette Live-Einspieler über OBS.
Das haben wir dann meistens so gelöst, dass es zuerst eine kleine Vorstellungsrunde im Big Blue Button gab, dann kam der Einspieler und am Ende ist man wieder zurück in den Big Blue Button gewechselt und konnte dort dann wunderbar noch Fragen stellen und die sind halt entsprechend auch im Stream gelandet und wir versuchen die halt auch dann in die Aufzeichnung mit reinzukriegen. Wir hatten auch zwei Talks, die sich komplett um ihre eigenen Fragen gekümmert haben. Das fand ich auch ganz cool. Da haben wir quasi die Arbeit schon fertig. Da setzen wir nur noch einen Start- und einen Endmarker und dann können wir die Sachen eigentlich veröffentlichen. Ziemlich cool. Dann haben wir auch die Keynote. Die hat vor Ort stattgefunden, weil ja, wir wollten halt irgendwie unseren Keynote-Speaker so ein bisschen betreuen und den nicht ganz alleine lassen irgendwie. Und dafür haben wir dann das relativ normale CCC-Video-Setup einfach hier vor Ort aufgebaut und konnten das dann halt auch entsprechend in Hörsaal 1 einspielen. Und danach gab es auch wieder eine Fragerunde im Big Blue Button. Und das hat eigentlich alles ziemlich gut funktioniert. Lessons learned, mehr Kommunikation mit den Vortragenden wäre echt gut gewesen, aber da bei uns halt alles erst kurz vor knapp fertig war, war das halt leider echt schwierig. Also ich konnte den Leuten, die mit OBS streamen wollten, Donnerstag morgens um 5 Uhr leider erst ihre Testkeys zukommen lassen mit Anleitung, weil davor war einfach keine Zeit, irgendwas vorzubereiten. Und da sind leider auch zwei Slots dabei gewesen, wo es dann so ein bisschen untergegangen ist. Die haben es aber am Ende auch irgendwie hinbekommen, ihren Talk noch zu halten. Also ist eigentlich nichts besonders schief gelaufen. Ja, wir hatten einige Probleme mit Big Blue Button, wie man das halt so hat, wenn man das im größeren Stil betreibt. Das erste, in das wir gelaufen sind, ist, dass die maximale Größe der hochgeladenen Slides an diversen Stellen in dieser Software unterschiedlich konfiguriert ist und irgendwie echt unklar war, wie viel das am Ende ist. Und nach viel hin und her habe ich dann festgestellt, es sind 30 Megabyte und dann mussten wir das noch anheben, weil wir hatten einige mit bildlastigen Slides, die einfach ihre Folien nicht hochladen konnten. Dann für Fragerunden hatten wir eigentlich die Idee, dass wir die Mikrofone freigeben. Aber es war irgendwie so komplex mit diesem Audio-Rejoin. In dem Moment, wo man die Mikrofone freigibt, müssen die Teilnehmer halt erstmal die Komplettkonferenz verlassen, um dann wieder reinzukommen. Dann kommt noch so ein Echo-Test, wo man sein Mikrofon testet. Und dieser ganze Prozess dauert dann irgendwie so 20 Sekunden oder so. Und das ist einfach viel zu nervig und zu lang und ja, am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass die meisten Leute einfach ihre Fragen in den Chat geschrieben haben und der Moderator im Raum hat die einfach vorgelesen. Ja, dann hatten wir halt irgendwie das Problem mit diesen heimlichen und sehr stillen Audio-Dropouts, die sich leider nur durch einen Rejoin fixen ließen. Theorie, bisher ist irgendwie Limits offener WebSockets und File-Descriptor, aber das ist auch nur eine Theorie. In der Praxis, Logfiles lesen hat keinen sinnvollen Hinweis darauf gegeben, warum das passiert. Dann gab es noch so ein paar Bequemlichkeitsprobleme. Also zum einen, naja, die Slides, die hier angezeigt werden, die lassen sich halt nicht vom Presenter ausblenden. Die werden immer angezeigt. Wenn man die ausblenden will, dann muss das jeder Teilnehmer selber machen. Was halt auch dazu geführt hat, dass in den Streams häufig einfach irgendwelche Dummy-Slides angezeigt wurden in den Frage- und Antwortrunden, weil, naja, die konnten halt nicht einfach ausgeblendet werden. Naja, und dieses BBB ist manchmal einfach nur seltsam. Und es waren noch so ein paar kleinere Probleme dabei. Beim Durchforsten der Logdateien haben wir dann festgestellt, dass zwei der Server sich mittendrin irgendwie entschieden haben, einfach aufzuhören zu loggen. Aber auch nicht so richtig, weil ein paar Sachen wurden noch in die Logdateien geschrieben, nur nicht mehr alle. Das hat das Debugging so ein bisschen schwieriger gemacht. Ja, alles, was wir hier haben, ist in der Hetzner Cloud gehostet, einfach weil es gut und günstig ist. Das soll hier keine Werbung sein. Das geht genauso gut bei anderen. Aber man kann sich halt irgendwie an den Ressourcen orientieren, die wir da benutzt haben. Wir haben jetzt für Big Blue Button 7 Server aufgesetzt, die 8 dedizierte CPU-Kerne haben und 32 GB RAM.
Das hat für unsere Räume jetzt recht gut gepasst. Die waren nie irgendwie so voll ausgelastet, aber die haben sich auch nicht gelangweilt. Also das war wirklich die perfekte Größe. Und unsere Konferenzen sind teilweise auf bis zu 100 plus Leute gewachsen. Also damit kann man arbeiten. Also wenn man so einen Big Blue Button aufsetzen will, für 100 Leute reicht irgendwie so eine kleine Kiste mit 8 CPU-Kernen oder 8 CPU-Threads werden es wahrscheinlich gewesen sein. Und der RAM-Bedarf ist auch gar nicht so groß. Da haben am Ende, glaube ich, auch 8 GB gereicht, aber das war halt keine Option für uns, weil das sind halt feste Angebote. Die Konferenzseite selber hat quasi gar keine Ressourcen gebraucht. Das hätte man wahrscheinlich auf dem Raspberry Pi laufen lassen können, aber wir haben auch da ein bisschen größer skaliert. Und ja, das hat eigentlich alles echt gut funktioniert. Dann ein paar Statistiken. Für unsere Big Blue Button Instanzen hatten wir dann einen Peak bei etwa 200 Teilnehmern über die verschiedenen Räume verteilt. Wobei bei den großen Zahlen meistens ein Raum dabei war, der halt so richtig gut gefüllt war und die anderen halt dann irgendwie nur so ein paar weniger hatten. Was unter anderem auch daran lag, dass halt in Hörsaal 1 und 3 den größten Teil der Zeit fast nichts los war, weil es halt nur im Stream lief und die Leute kamen halt erst in den Fragerunden dann dazu, während die anderen Talks dann schon geendet hatten. Wir haben über 500 Gigabyte an Traffic verursacht. Das ist jetzt nicht übermäßig viel, aber es ist auch nicht wenig. Wir haben im Stream Maximalzahl 279 Zuschauer gehabt mit über 800 Megabit die Sekunde, die parallel rausgestreamt wurden. Das war lustigerweise nicht die Keynote, sondern irgendwann kurz danach. Im Chat haben wir tatsächlich keine Statistik, weil wir das Log durchgehend gelöscht haben und dadurch nicht wirklich weiter zurückblicken konnten als irgendwie eine Stunde oder irgendwie sowas. Und an Nutzern, als ich irgendwie um 15 Uhr oder so diese Slides zusammengeschrieben hatte, haben wir 1100 Gäste gehabt, die sich angemeldet hatten. Da können einige doppelt drin sein, weil wir machen keine sonderlich persistenten Cookies und wenn man den Browser schließt und wieder öffnet, kann es schon mal vorkommen, dass der Name doppelt eingegeben wird. Aber um die 1000 werden es wahrscheinlich schon gewesen sein. Und wir haben über 200 Nutzer, die sich halt auch registriert haben, unter anderem halt darunter die Partner und die Workshop-Betreiber, die Speaker. Ja. Haben wir ein paar schöne Graphen dazu. Die kann ich jetzt auch mal live zeigen. Das ist vielleicht so ein bisschen besser als hier irgendwie. Versuchen wir das hier mal, ob das geht. So. Genau, wir haben hier schöne Statistiken, die uns angezeigt haben, wie viele Leute in den Raum verteilt waren. Das ist tatsächlich der Standard-Dashboard von dem Projekt Big Blue Button Prometheus Export oder irgendwie sowas. Das findet man relativ leicht. Und da bekommt man einen relativ guten Überblick über seine CPU-Auslastung. Wenn ich zum Beispiel hier dann mal reinzoome, dann erkennt man ganz gut, okay, das piekte hier dann so bei 60% und das finde ich halt irgendwie eigentlich eine ganz gute Zahl. Ja. Dann kann man hier noch irgendwie diesen Loudness-Monitor sehen. Da sieht man hier auch wunderbar, wie gerade für meinen Stream der Sound wieder rausgedroppt ist. Da kann ich jetzt nicht viel dran ändern. Das ist jetzt halt leider einfach so. Die anderen laufen aber scheinbar noch wunderbar und in Hörsaal 3 ist einfach nichts los. Die Seite selber habt ihr eigentlich alle gesehen. Da brauche ich jetzt nicht sonderlich viel zeigen. Für die Moderatoren konnte man halt auch die grauen Buttons anklicken und damit die Räume öffnen, aber ansonsten war auch nicht sonderlich viel anders. Ja, dann noch ein paar Statistiken für die Streams. Also unser Maximum in Hörsaal 1 waren 206 Leute, die halt irgendwie den Stream sich angeguckt haben. Das war tatsächlich, glaube ich, die Keynote. Und die anderen Räume, da könnt ihr selber sehen. Ja, und es ist größtenteils über die moderne Videotechnologie Dash abgelaufen.
Das hat auch unter iOS-Devices tatsächlich recht gut irgendwie zwischenzeitlich funktioniert. Ja, da waren wir eigentlich ganz zufrieden mit. Fazit: erstaunlich guter Eventablauf und bis auf die Audioaussetzer im Stream ist eigentlich auch nicht so wirklich viel schiefgelaufen. So, und jetzt würde ich, glaube ich, einfach noch so ein paar Fragen hier entgegennehmen, falls ihr da welche habt. Nehmen wir auch Geklatsche entgegen. Schreibt die Fragen am besten einfach in den Chat. HTTP Live Streaming war tatsächlich an, das haben aber die wenigsten Leute benutzt. Das war nur so eine Fallback-Lösung. Und unsere Streams waren auch auf der normalen streaming.media.ccc.de Seite und konnten da in allen möglichen Formaten angeguckt werden, wobei da leider ein falscher Link drin war, wodurch so ein paar Sachen nicht funktioniert hatten. BigBlueButton benutzt als Codec, soweit ich weiß, VP8 und Opus Audio. Das Audio ist auf jeden Fall Opus. Und man kann in den Einstellungen auch H264 aktivieren, aber wir haben es jetzt einfach mal so belassen, dass es eigentlich überall VP8 war. Also ja, die Startseite sollte ein Template werden für diese Art Events. Wie gesagt, wir werden den Source Code veröffentlichen unter einer Lizenz, die sehr offen ist, dafür, dass halt andere Leute das modifizieren können und auch selber einsetzen können, auch kommerziell, wenn sie das wollen. Also wir haben da überhaupt kein Problem mit, wenn da jemand irgendwie Bock drauf hat, das stark zu optimieren. Liste des Hardware-Setups findet sich jetzt da auch im Chat. d3wok.de/wiki/projects:isdn. Da ist so eine kleine Zusammenfassung. Effektiv ist das halt ein Raspberry Pi 4 mit einer dieser tollen neuen High-Quality-Kameras gewesen. Und vor irgendwie wenigen Wochen oder so gab es die ging so ein Link rum zu so China HDMI-Grabbern, die mittlerweile auch überall erhältlich sind, die für 15 € oder sowas zu kaufen waren und als normale Webcam funktionieren und eine für den Preis erstaunlich gute Qualität geliefert haben. Den Code wird es wahrscheinlich in meinem GitHub-Profil geben, github.com/lukas2511. Und es wird irgendeinen Namen haben, der ist jetzt halt leider noch nicht festgelegt. Aktuell heißt das Tool VoctoConf, aber irgendwie fand ich das ein bisschen, ja, zu generisch und klingt mehr nach einem Konfigurationstool. Die Foscon hat finanziell relativ gut hingehauen, aber ich glaube, das ist ein Thema, was nachher im Shutdown noch behandelt wird. Das gehört jetzt hier eigentlich nicht so in den Infrastructure Review rein. Sonst noch Fragen? Die Anzahl der Zuhörer im Vergleich zu einer normalen Froscon, ja, schwer zu vergleichen. Also wir erheben ja keine richtigen Zahlen, auch bei unseren normalen Events. Und ich glaube, das wurde immer anhand der Taschen, die ausgegeben, gezählt. Und ich glaube, das waren dann irgendwie 2000 Leute. Und wenn wir jetzt irgendwie 1000 dabei hatten, dann die Hälfte. Da fehlen jetzt natürlich irgendwie Leute, die halt irgendwie nur beiläufig mitgekommen sind oder sowas. Also ich würde fast sagen, es waren dieselben Leute da wie immer. Wir verwenden, also ist die Frage, ob wir Scale-Lite als Load Balancer vor den BigBlueButtons verwenden. Nein, tun wir nicht. Wir haben tatsächlich einfach statische Zuordnungen zwischen den Hörsälen und den Servern gemacht und so ein bisschen darüber nachgedacht, wann, wo, wie Action ist, so dass sich das möglichst nicht auf einem Server schneidet. Ja.
sonst keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, beenden wir das Infrastructure Review hier und dann wird es gleich, ich glaube, in Hörsaal 1 noch das Shutdown-Event geben. Da wird Bernd dann noch so ein bisschen mehr um das Rahmenprogramm halt erzählen und ja, dann noch einen schönen Rest der Veranstaltung und bis dann.